herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handpuppen unter der Lupe. Heute möchte ich mal mit euch auf einen Userwunsch hin das Klappmaul etwas näher betrachten. Es gibt unterschiedliche Formen, es gibt unterschiedliche Größen und wie das im Detail aussieht, möchte ich anhand einiger Beispiele euch einfach mal zeigen. Bevor das Ganze losgeht, nochmal einen kurzen Blick auf die Hände bzw. auf den Spieltunnel für die Hände, wie das Ganze auch sich auf die Größe auswirkt. Damit ihr mal einen direkten Vergleich habt zwischen einer 65er und einer 45er Handpuppe, habe ich euch einfach mal jetzt hier eine 65er hingelegt und lege einfach mal meine Hand da drauf, damit ihr ungefähr einen Eindruck habt, wie groß meine Hand ist. Die ist ja schon doch recht groß, ist ja auch eine Männerhand. Frauenhände sind da ja bekanntlich zierlicher. Und wenn ich meine Hand in den Tunnel reinmachen würde, dann würde das ungefähr so aussehen. Der Tunnel selber ist hier noch mit einem Gummiband versehen, dass ich das Ganze weiten kann. Für ganz große Hände kann ich nicht sagen, das müsst ihr selber mal ausprobieren. Wenn ihr wirklich sehr, sehr große Hände habt, dann dürfte das aber noch reingehen, weil selbst ich habe noch in diesem Tunnel etwas Platz an den Seiten und es gilt wirklich einfach mal auszuprobieren, wie das Ganze denn ist. Das ist jetzt die 65 cm große Handpuppe und ich kann euch leider nur einmal den Vergleich zu einer 45er geben. Eine 35er habe ich nicht im Besitz, kann die auch leider momentan nicht auftreiben, da ich niemanden kenne mit einer 35er, die doch sehr klein ist. So, das ist jetzt wie gesagt eine 45er und bei der 45er ist es so, dass die ganze Hand kleiner ausfällt, dass der Tunnel etwas kürzer gehalten ist und ja, das Gummiband, was hier die Weitung des Tunnels zulässt, ist auch nicht so weit. Das heißt, ich komme mit meinen Händen weniger gut in diesen Tunnel rein. Wenn ich jetzt meine Hand hier auflege, dann seht ihr schon, dass diese Abstände von hier nach hier, dass die schon etwas weiter sind als bei der 65 cm Handpuppe. Und wenn ich meine Hand in einem Tunnel drin habe, dann ist dieser Bereich von hier nach hier, der ist doch schon sehr eng bei meiner Hand, aber ich komme dennoch gut, einigermaßen gut in den Tunnel hinein. Und so ist das nicht nur bei den Händen so, so ist das auch beim Klappmaul, dass man je nachdem, was für eine Handgröße man hat, entweder besser oder schlechter hineinkommt. Bei den Living Puppets und bei dem Kunkwatz Handpuppen und auch bei ähnlichen Herstellern wird diese Klappmaulform verwendet. Das ist, wenn man das so zu betrachtet, diese Form hier. Und wenn man das Ganze aufklappen würde, dann würde es so aussehen. Diese Form ist ganz praktisch, denn sie erlaubt wirklich, dass die Finger, die oben aufliegen, wirklich fast sehr passgenau da drin liegen. Wenn ich das Ganze bespiele, dann sieht das dann so aus. Hier vorne würde dann der Stoff ansitzen und hier oben drauf wäre dann auch der Stoff und dahinter dann das Füllmaterial des Kopfes. Also liegt sehr gut. Unten liegt der Daumen auf und wenn ich das Ganze bespiele, dann sieht das dann so aus. Bei den verschiedenen Handpuppengrößen ist es dann auch so, dass die Größe des Klappmauls variiert. Das heißt, das Ganze wird dann hier kleiner. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, dass hier dann 5 mm überall drumherum fehlen würden zwischen den einzelnen Handpuppengrößen. Und ja, wie ich schon sagte, es ist, fällt je nachdem für euch besser oder schlechter aus, je nachdem, was ihr für eine Handgröße habt. Bei zierlicheren Händen, wie ich so sagen möchte, ist es so, dass ihr besser die Puppen bespielen könnt, wahrscheinlich, als mit einer 65er.
kommen wir mal zu einer etwas exklusiveren Bauform des Klappmauls. Und zwar ist es dieses kleine, wirklich kleine Stück. Das habe ich bei meiner Katze entdeckt. Und ja, ihr seht schon, wirklich sehr klein. Es passen ja soeben 3 Finger drauf. Ihr müsst bedenken, da ist auch noch der Stoff zwischen. Da ist noch etwas Polsterung zwischen bei der Katze. Das heißt, ich passe wirklich mit meinen 3 Fingern dort oben drauf. Ja, das Ganze geht nicht wirklich weit auf. Ihr könnt nicht wirklich gut damit, ja, die Stimme, die Mundbewegung, jetzt habe ich es, die Mundbewegung machen. Das Maul ist sehr klein und das ja, spiegelt sich auch im Spiel wieder. Die letzte Bauform, die ich für euch habe, ist die beispielsweise von meiner Elfe Sage und von der Hexe von der Firma The Puppet Company. Dieses Klappmaul ist auch wieder in einem Halbkreis. Wenn man es aufklappen würde, wäre es fast ein ganzer Kreis. Diese Form ist, ich finde sie nicht sehr günstig, weil man neigt immer wieder mit den Händen etwas rauszurutschen. Man muss immer wieder korrigieren mit der Hand der Puppe, aber dennoch, ja, sitzt die Hand eigentlich ganz gut dadurch, dass die Hersteller, der Hersteller, bei dem ich diese Bauform des Klappmauls kenne, benutzt innen drin eine Art Moosgummi. Das heißt, man ist nicht geneigt, so doll rauszurutschen, aber nach längerer Benutzung neigt die Hand trotzdem dazu, rauszurutschen. Das heißt, ich korrigiere immer wieder nach. Das waren jetzt gerade eben nur 3 Beispiele für verschiedene Klappmaulformen. Ich hoffe, euch hat dieses Video weitergeholfen. Warum es so viele verschiedene Klappmaulformen gibt, ist ganz einfach zu erklären. Es gibt verschiedene Handpuppen, die eine bestimmte Form haben, beziehungsweise die einen bestimmten Charakter personalisieren sollen, egal ob Tier oder Fabelwesen oder menschliche Puppe. Und je nachdem, was es halt auch für ein Schnitt ist, fällt die Form des Klappmauls dann unterschiedlich aus. Natürlich spielt dabei auch die Bespielbarkeit des Klappmauls eine Rolle und darum kommen solche unterschiedlichen Formen auch zustande. Bevor ich zum Schluss komme, noch einmal der Hinweis. Alles, was ich euch hier erzähle, ist meine persönliche Meinung und ich bin so individuell mit meiner Hand, wie ihr das seid. Darum hier sei nochmal, ja, der Hinweis gesagt, dass ihr auch wirklich die Handpuppe, die euch anspricht, die euch sympathisch ist, einfach mal anschaut, Probe bespielt, guckt, wie kommt ihr damit zurecht. Einmal mit der Bespielbarkeit der Hände, falls das vorhanden ist bei dieser Puppe und vor allen Dingen mit dem Klappmaul, wie ihr damit zurechtkommt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder hier reinklickt. Egal, ob bei Handpuppen unter der Lupe oder bei einem neuen Märchen oder bei einem anderen Video von mir. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Viel Spaß beim Handpuppenspiel. Ciao.